deinen Kurs verschnallt hast. Wunderbar, das geht auch. So habe ich mir das vorgestellt. Neue Mikro, neue Freunde und so. Ich bin sofort da. Warp Drive active. Warp Drive active. So. Ja, wenn ich noch ein bisschen rufe, können wir schon mal uns mit den wichtigen Fragen beschäftigen. Oh. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Deutsche Kapselpilotenschule. Lange nichts mehr hierfür gemacht, sondern viel anderen Quatsch nebenher. Was ist das Ziel heute? Das Ziel heute sind Timer. Also ist mein Begriff dafür, wie auch immer man die kleinen Uhren an der linken oberen Bildschirmecke nennen möchte. Für diesen Zweck werde ich mir mal diesen Cover hier abbauen. So, was man aber sieht. Warp Drive active. Was sind Timer? Timer ist alles, für mein Empfinden ist das alles, was auf Zeiteffekte sind. Also Timer fangen an bei normalen Gatecloak-Timern. Wenn wir jetzt hier auf das Mandori-Gate-Warpen drauf springen, landen, dann kriegen wir einen sogenannten Gatecloak. Eine Zeit, die wir getarnt sind. Es geht weiter mit irgendwelchen Jump-Timern, die man durch Sprünge kriegt, mit Kampf-Timern, mit aktiven und passiven Timern. Es gibt Timer, für die könnt ihr selber was, es gibt Timer, für die könnt ihr gar nichts. Die kommt alleine. Und ich möchte ein paar durchgehen, ein paar, die mir wichtig sind. Und auch ein paar, die im Low-Sec relativ wichtig sind, weil das ist mal ein Kerngebiet. Da bin ich zu Hause. Im Null-Sec gibt es wesentlich weniger Timer. Weil dort auch die Strafen wesentlich geringer sind für den Quatsch, den man tut. Jo. Aber fangen wir mal ganz simpel mit dem an, was der Charakter hier gerade so alles hat. Warp Drive active. Der Charakter hier fliegt oder kommt gerade aus einem kleinen Kampf im Low-Cycle, fliegt gerade für einen Low-Cycle in den nächsten. Gut, was läuft? Timer produziere ich zweimal durch den Sprung. Einmal den Session Timer, hier oben den Change Timer, der dafür da ist, wann ich in dieser Session hier ankomme.
Ich bin gerade das Gerät gesprungen, das heißt, ich kassiere auch gleich noch den Jump Cloak Timer, ein wunderbares Wort für. Es zeigt euch an, wie lange ihr noch in dieser Tarnung vom Gate verharren könnt, bis ihr euch automatisch enttarnt. Der Timer ist relativ einfach loszuwerden, ihr bewegt euch und schon verschwindet er auf Null, ist weg. Geschafft ist die Geschichte. Es gibt Timer, die werdet ihr nicht so einfach los. Bei mir läuft jetzt zum Beispiel hier ein Lock-Off-Timer, ein roter Lock-Off-Timer, weil er aus dem PvP stammt. Und ein gelber Suspect-Timer, der auch aus dem PvP stammt. Was ist das nun? Timer teilen sich ein bisschen auf in, sag ich mal, PvE-Timer. Also Timer, die ihr passiv kriegt und nicht aktiv. Es gibt PvP-Timer, die ihr nur durch PvP erreichen könnt oder kriegen könnt. Es gibt Sicherheitstimer, dazu läuft auch hier der Suspect-Timer. Für jeden anderen auf der Welt würde ich jetzt gelb blinken im Local Chat oder der Overview. Und es gibt auch Effekt-Timer. Effekt-Timer sind solche, die ausgelöst werden durch ich springe über einen Black Ops. Das ist ein ganz klassisches Beispiel. Für mich sind das alles verschiedene Timer-Gruppen, weil ihr könnt nicht für jeden davon was. Zum Beispiel ein Lock-Off-Timer ist ein Timer, den kriegt ihr automatisch, sobald euch etwas beschießt. Da könnt ihr nichts dafür. Ja, aber trotzdem könnt ihr den Charakter im All nicht auslangen. Gehen wir mal kurz drüber. Fangen wir mal von rechts an, weil es die einfachsten. Ich habe hier laufen einen aktiven Booster, einen Timer, der mir anzeigt, wie lange mein Booster noch läuft. Ich habe jetzt gerade vor 20 Minuten eine Blue Pill gefuttert. Das ist ein Combat Booster, der die Schildreparatur erhöht. Ja, und von diesem Booster kriege ich Effekte. In dem Fall habe ich noch 38 Minuten ein bisschen einen Schild-Repair-Bonus, also Schild-Boost-Bonus. Das ist genau das, was er erreichen soll. Und ich habe dazu einen negativen Malus gekriegt, mein Kapazitor ist kleiner. Weil diese Booster-Pillen diese Vorteile haben, also sie haben immer einen Vorteil. In dem Fall ist es die Schild-Boost-Rate. Ist der Vorteil an diesem Booster-Pille. Die Nachteile sind einfach, ich könnte jetzt weniger Schild haben, ich könnte weniger Tracking haben. Also es gibt ein paar Nachteile, die auftreten können mit einer Chance von 20% bei meinen Skills. Das kann man skillen, das kann man vermeiden. Des Weiteren ist das also für mich ein Effekt-Timer. Ein Timer, den ich selber produziert habe, aber er hält einen Effekt an. Mein Sicherheitstimer, Suspect-Timer oder verdächtigen Timer könnte man sagen, ist die Strafe dafür, dass ich einen neutralen Piloten im Lost angegriffen habe und bin dafür dann jetzt noch 2 Minuten frei angreifbar. Das heißt, ich gelb, blinke so gelb und jeder kann auf mich feuern. Dieses jeder kann auf mich feuern hat einen Vorteil. Jeder kann mich erschießen. Das heißt, wenn ihr jetzt Bock habt zu sagen, ihr wollt jetzt gegen mich kämpfen, dann könnt ihr einfach euch jetzt das Schiff hier schnappen, sagen, ich greife euch an. Ein anderer Timer, soll ich vielleicht ausstellen für diesen Spaß. Ein anderer Timer dafür ist, es gibt einen Gegentimer bei diesem Ding. Das bedeutet, ich blinke gelb, oder wir nehmen es mal an, der Kollege Owl blinkt gelb, ja, und ich würde auf ihn schießen. Sobald ich auf ihn schieße, aktiviert sich ein neuer Timer. Dieser hier jetzt gerade durch ein Duell habe ich ihn hervorgerufen, weil wir in derselben Corporation sind. Wir können keinen Timer produzieren gegeneinander. Aber wir sehen jetzt plötzlich, ich greife jetzt hier mal meinen Owl an. Wir sehen zum einen, ich feuere auf ihn und kriege sofort ein Limited Engagement. Nächster Timer, super toll. Ich meine, wir haben ja davon nur wenige. Ein Limited Engagement ist eine Spieler-zu-Spieler-Beziehung, könnte man sagen, die es erlaubt beiden Seiten, dass sie kämpfen. Was heißt das? Das bedeutet, und das ist der erste wichtige Trick in EVE, wenn jemand gelb blinkt, dann heißt das, ihr dürft jederzeit frei auf ihn feuern.
Aber im Gegenzug darf er sich wehren gegen euch. Nur gegen euch. Das ist eine wichtige Tatsache. Ja, was passiert also? Ich blinke gelb, schieße auf euch. Ja, weil, keine Ahnung, ich bin in eure Combat-Zeit gekommen, im High-Sec schieße ich eure MTU. Da Spaß dran. Und im Gegenzug sagt ihr euch, ja cool, ich bin ein großes Schiff, ich schieße zurück. So. Jetzt ist gerade mein Limit Engagement ausgelaufen. Mein Suspect Timer ausgelaufen, der gelbe. Jetzt blinke ich nicht mehr gelb, aber ich habe das Engagement noch. Und hier fängt euer Problem an. Wenn ich das gut time, wenn das gut klappt, von meinem inneren Timing her, ja, und auch von meinem Abschätzen, wie ihr reagiert, dann ist das so, dass ich hingehe, euch auf die eure MTU beschieße, ja, davon gelb blinky werde, ja, ihr schießt zurück und denkt euch, ja, cool, ich hole ja meine Freunde, und eure Freunde kommen bestimmt zu spät. Das heißt, ich kann auf euch schießen, weil ihr mich angegriffen habt. Ich darf mich wehren, Eve. Aber eure Freunde sehen mich nicht mehr gelb blinken. Das heißt, wenn die, sobald die auf mich schießen wollen, müssten sie ihre Sicherheit auf Rot stellen und damit sterben sie im Heißen. Das sind kleine Feinheiten, die aber sehr gut funktionieren. Ja. Also Limit Engagements sind freie, ist der freie Kampf zwischen zwei Spielern. Der Timer kann ziemlich lange laufen, weil ich kann ja verschiedene Engagements gegen alle haben und solange ich kämpfe, bleibt das Engagement aufrecht. Erst wenn ich jetzt hier die Waffen ausmache, dann fängt der Timer irgendwann, sobald mein Cycle durch ist, fängt der Timer an runterzulaufen. Erste Sache. Zweite Sache, die passiert beim Kämpfen ist, wir kriegen einen Aggression Timer oder einen Waffen Timer. Nennt ihr es, wie es wollt. Der Waffen Timer ist im Vergleich zum Lock-Off Timer wieder ein aktiver Kampftimer. Also ich muss jemand beschießen, um diesen Timer zu kriegen. Wenn ich jetzt das Modul hier anmache, dann springt er wieder auf voll. Er läuft immer eine Minute, nachdem ich alle Waffen ausgeschaltet habe. Also alle Waffen heißt auch Scrams, auch Drohnen, alles, was Aggression ist. Ich darf nichts mehr auf dem Gegner haben, auch keine EC-Drohnen oder EC-Module. Im Gegenzug habe ich aber den passiven Timer. Das bedeutet, wenn jetzt der Kollege zurückschießt, ja, dann bekomme ich keinen Waffentimer, obwohl ich angegriffen werde, aber mein Lock-Off-Timer bleibt aktiv. Was ist der Lock-Off-Timer? Lock-Off-Timer ist relativ simpel. Wenn ich jetzt meinen Client ausmachen würde, dann würde ich im All bleiben, weil ich einen Lock-Off-Timer habe. Also Eve-Mechanik ist so, dass wenn ich mein Charakterfenster schließe, also einfach Eve per Schließen zumache, dann warp mein Schiff ins Nirgendwo, ungefähr 1 Million Kilometer weit, plus minus, und bleibt dort nirgendwo stehen. Und zwar in der Regel 30 Sekunden. Also das vom Fenster schließen, bis mein Schiff ist weg, vergehen 30 Sekunden. Ja, das ist eine lange Zeit, wenn der Gegner weiß, wo er suchen muss. Problem ist, wenn ich so einen Lock-Off-Timer habe, dann habe ich 15 Minuten. Das heißt, mein Schiff würde, wenn ich mich jetzt auslogge, ja, also man beachte die Stilte Condor, ich logge den anderen Charakter aus, er ist im Local zu sehen, ich logge ihn aus, sein Schiff hört auf, mich anzugreifen, er geht aus der Flotte raus, er ist aus dem Local weg, aber sein Schiff bleibt. Er hoppt jetzt hier weg, aber die Stiletto Condor bleibt im All bestehen, und zwar sehr lange. 15 Minuten von jetzt an. Ja, das ist, das klingt vielleicht banal, kann aber durchaus interessant werden, wenn jemand meint, er entkommt einen Kampf, indem er sich einfach ausloggt. Also zum einen, nein, ausloggen führt nicht dazu, dass ihr verschwindet. Überhaupt nicht. Ja, das führt nur dazu, dass euer Schiff alle Module ausschaltet, auch die Panzerung und Reparaturmodule. Und diesen Lock-Off-Timer zu kennen, hilft sehr viel, wenn man gerade im Null-Sec unterwegs ist und sich sagt, ich logge jetzt mein Schiff im Null-Sec aus, weil zu viele Feinde da sind. Ihr müsst so lange durch die Gegend fliegen, bis dieser Timer weg ist. Den gibt es in Rot und Gelb. Rot für PvP, Gelb für Ratten, aber er hat immer den gleichen Effekt. Ihr loggt nicht aus. Die Stiletto steht immer noch im All. Sie ist jetzt seit knapp 2 Minuten weg. Ja, und die wird da auch stehen bleiben. 15 Minuten lang
bis das rum ist. Gut, das ist so, sind so die Kleinigkeiten. Ja, deckt die meisten Timer auch schon ab. Es gibt noch ein paar Versteckte, auf die man gerne eingehen möchte. Für was bekommt ihr Timer? Jetzt muss ich mal kurz mal meine Liste zurate ziehen, einfach der Vollständigkeit halber. Wir fangen mal an bei normalem Timer. Wir haben Timer durch PvE, das ist nur ein Lock-Off-Timer. Mehr bekommt ihr nicht. Ja, das ist ein gelbes Ausrufezeichen, das euch sagt, dass NPCs oder Spieler auf euch geschossen haben oder ihr auf sie. Im Gegenzug gibt es das rote Ausrufezeichen, was euch ja hier zeigt. Ich habe hier noch einen weiteren Timer laufen. Das Limit Engagement ist bekannt. Ja, das heißt der Kampf zwischen zwei Piloten. Ja, das Limit Engagement kommt immer mit Waffentimern. Für einen von beiden Aggression Timer. Diesen Waffentimer, Aggressions Timer. Was für einen Nachteil habt ihr jetzt davon? Der Waffentimer, und das ist der Punkt, ist quasi einer der Kerntimer im PvP. Es ist der Timer, der dafür sorgt, dass ihr, wenn ihr drauf geschossen habt, nicht mehr docken könnt. Also mit einem Waffentimer könnt ihr nicht docken, nicht durch Stargates springen, nicht getethert werden. Drei wichtige Grundsätze. Das heißt nämlich, wenn ihr an einem Sternentor hier auf dem Stargate auf die Idee kommt, greift jemand an, seid euch bewusst, ihr kommt da nicht mehr durch. Ja, auch nur, wenn ihr nur mal ein bisschen zurückschießt oder die EC-Drohnen auf den Gegner schickt. Ihr kommt nicht durch, ihr braucht einen anderen Plan. Also, nehmen wir mal an, wir springen durch den Stargate durch, auf der anderen Seite steht ein kleiner Geldcamp. Ihr müsst euch dann entscheiden, wollt ihr kämpfen oder wollt ihr wieder weg. Wenn ihr weg wollt, versucht keine Waffe zu aktivieren, einfach nur geradeaus zurück zum Geld und hoffen. So. Jetzt spielen wir das weiter. Jetzt kriegt euch der Geldcamp. Es fängt an, auf euch zu schießen. Alle, die in diesem Geldcamp drin sind und auf euch feuern, werden gelb blinkend, weil sie etwas tun, was sie nicht dürfen. Zeitgleich fangen die Waffen des Stargates. Also das Stargate hat ja hier außenrum Bewaffnung. Diese Sentry Guns fangen an, auf einen von denen zu schießen. Sehr lustig. Die Stargates kann nur einen Gegner gleichzeitig angreifen. Sie fangen an, auf einen von ihnen zu schießen. Und zwar eigentlich auf den ersten am Anfang, der geschossen hat. So. Jetzt seid ihr auf dem Weg zurück zum Sterntor. Also wir sind immer noch in der ersten paar Sekunden der ganzen Situation. Ihr seid auf dem Weg zurück zum Sterntor. Die Gegner fangen an, auf euch zu feuern und werden gelb blinky. Das Sterntor schießt auf die Gegner. Jetzt gibt es Sicherheit ein Reparaturschiff, was irgendwo da ist und den, der Schaden kriegt von den Sentry Guns, von den Stargate Gate Guns, zu reparieren. Dieser Charakter ist neutral, logischerweise, also er gehört zwar zur selben Corporation, aber er ist noch nicht blinky. Er kriegt den gelben Timer, den gelben Suspect Timer, den gelben Blinky kriegt er automatisch, wenn seine Sicherheit auf gelb ist, weil er jemandem hilft, der was Illegales tut. Beihilfe zur illegalen Tat ist auch ein Suspect Timer. Und der Aggression Timer, also der Waffentimer, dass er nicht springen kann und nicht docken kann, überträgt sich von dem, den er repariert, auf das Logistikschiff, auf das Reparaturschiff. Damit hat er alle Timer, aber einen großen Unterschied, er hat nicht die Sentry Guns. Er wird nicht die Gate Guns abkriegen, weil er keine Aggression gegen einen anderen Spieler durchgeführt hat. Das ist so sind die Feinheiten dahinter. Aber er ist free to shoot. Gut. Ihr schafft es zum Stargate, springt zurück in euer System und seid sicher, weil alle anderen haben angegriffen, sie können eigentlich nicht springen. Das kann man für sich nutzen. Ja, es gibt viele Taktiken, die darauf beruhen, zu sagen, ich warte auf der einen Stargate-Seite, bis er mich angreift. Sobald er angreift, springe ich durch, warp weg, ich habe viel Zeit. Ja. Und so Kleinigkeiten. Gut. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Jetzt sage ich, ich würde gerne, ich bin jetzt der Gatecamp, stehe jetzt hier am Gate, warte, dass einer durchkommt und greife ihn an. Dann passieren bei mir auch drei Sachen.
Das erste ist, meine Waffen verweigern den Dienst, wenn meine Sicherheit falsch eingestellt ist. Weil ich im LowSec kann ich keine Waffen aktivieren gegen Sachen, was ich darf, wenn die Sicherheit falsch eingestellt ist. Das zeigt ihr mir an, durch diesen schicken gelben Kreis. Ich kann mich reparieren, aber ich kann keine Aggression durchführen. Ich müsste jetzt die Sicherheit auf gelb stellen. Möchten Sie die Sicherheit auf gelb stellen? Jawohl, möchte ich. Die gelbe Farbe ist genau das, was hier oben auch den Suspect Terminal auslöst. Wenn ich meine Sicherheit auf gelb habe, kann ich den gelben kriminellen Timer kriegen, den Suspect Timer. Und zwar kann ich den kriegen für sehr viele Dinge. Eve unterscheidet zwischen dem Angriff auf das Hab und Gut von jemandem und auf den Angriff auf eine Person. Klingt beschissen, ist auch so. Wenn ich jetzt mit gelber Sicherheit in den Highsec fliege und dort auf beliebige Schiffe schießen würde, würde mir die Sicherheit es verbieten. Weil ich mit Gelb nicht auf Schiffe schießen darf. Der Angriff auf Spieler im Highsec ist verboten. Und Concord wird ihn bestrafen. Deswegen muss ich dort auf den roten Timer wechseln. Wichtig daran ist, wenn ich da auf Gelb bin, kann mein Schiff nicht zerstört werden und ich kriege auch keine sogenannten Kill Rides. Wenn ich auf Rot wechsle, schon. Das heißt, wenn ich den roten Timer, roten Totenschädel-Timer, den Criminal-Timer haben möchte, muss ich auf Rot wechseln. Dann kann ich alles tun, was ich möchte. Ich muss nur die Konsequenzen tragen. Zurück zum Gelben. Ich bin auf Gelb, warpe in eine Side rein, wo eine Raven eine Level 4 Mission macht, mit einer MTU zum Looten. Jetzt kann ich die Raven nicht angreifen, weil ich nicht zerstört werden will. Also schieße ich auf deren MTU, die Struktur von dem Spieler, dem Hab und Gut. Das geht, ich kriege einen Suspect Timer, werde gelb blinkend und die Raven kann sich überlegen, greift sie mich an und rettet ihr Loot oder nicht. Gleiches gilt, wenn ich in Mining Belt fliege und sage, ich möchte die Container der Miner wegklauen. Ja, das kann ich machen. Ich greife aber das Hab und Gut von jemand an, ich stehle und deswegen werde ich gelb blinkend. Das sind so Kleinigkeiten dran. Natürlich können mich dann sofort die Leute beschießen, wenn sie wollen. Sie müssen aber mit der Tatsache leben, dass ich zurückschießen darf. Heilig schwierige Sachen. Lässt sich aber mit einer ganz einfachen Basis zusammenfassen. Wenn ihr in Eve jemanden angreift, dann seid euch sicher, dass ihr den Kampf gewinnt. Ja. Weil vermutlich hat der rumsteht, mit gelb blinkend im All rumfliegt, einen Plan. Es gibt ein paar wenige, die es nicht haben, die dann versehentlich gelb blinkend geworden sind oder weil sie irgendwas gelootet haben, was sie nicht hätte looten sollen. Ja, das sind kleine Opfer nebenher, die sterben halt weg. Aber ansonsten eine große Schwierigkeit. Gut. Wir haben jetzt durch. Lock-off-Timer, wegen denen ihr nicht im All auslocken könnt und warten müsst. Letzter Punkt zu Lock-off-Timern, wenn ihr wirklich wissen wollt, wann ihr ausloggt. Es gibt hier einen Lock-off-Safety-Button. Safely. Wenn ihr drauf drückt, dann kriegt ihr jetzt die Warnung. Ist das nicht funktioniert, was ich gerade vorhabe? Ich muss den Lock wegnehmen. Jetzt sagt er mir, ich darf nicht ausloggen, weil ich noch den Lock-Off-Timer habe. Wenn dieser weg ist, kann ich wieder auf Safe-Lock-Off gehen, kriege die 30 Sekunden angezeigt. Und wenn der runtergelaufen ist, dann weiß ich sicher, dass mein Schiff ausgelockt ist. Verschwunden ist. Kann man nutzen, wenn man auf dem Safe Spot ist und sich sicher sein will, dass das Schiff weg ist.
Und ansonsten kann man da rumschauen. Genau. Safe Lockoff nur möglich. Entweder dockt ihr euch einfach, dann seid ihr eh safe und könnt ausloggen. Oder ihr warpt so lange rum, bis euer Lockoff-Timer weg ist. Geht docken und fertig. Das war eine Gate Activation. Ansonsten. Interessant. Ansonsten haben wir dann die Lock-Off-Timer damit durch. Wir haben die Criminal Suspect-Timer durch, also die, weswegen ihr frei beschossen werden dürftet. Wenn ihr auf Criminals und Suspect schießt oder ein Duell eingeht, kriegt ihr ein Limited Engagement, was einen freien Kampf zwischen zwei Spielern darstellt. Auch abgehakt. Zwei Timer, die ich euch nicht zeigen kann, sind die Jump Reactivation Timer. Zwei Timer, die entstehen dadurch, dass ihr über eine Brücke springt, von einem Black Ops oder einem Titan, oder mit einem Black Ops oder Titan springt. Diese Timer sind zwei Stück. Einmal gibt es dazu diesen schwachen Timer, sag ich mal. Es ist immer ein kürzerer Timer, der angibt, wann ihr wieder einen Sprung-Drive benutzen dürft. Da gibt es eine gewisse Blockade, sag ich mal, wie schnell man einen Sprung wieder benutzen darf. Der ist relativ schnell abgelaufen. Es gibt beim zweiten gibt es einen Jump Reactivation Timer, der angibt, wie hoch der nächste Verzug ist, bis ihr wieder einen Sprung nutzen könnt. Damit ihr nicht sagt, gut, ich springe, warte 1,5 Minuten, springe, warte 1,5 Minuten. Das ist ein zweiter Timer, der wesentlich länger ist und der sich pro Sprung aufbaut und einen gewissen Anteil dann an die Wartezeit zum nächsten Sprung abgibt. Der kann relativ hoch werden. Und dadurch kann, sobald ihr wieder springt, verlängert sich eure Wartezeit. Das heißt, im ersten Sprung, Beispiel, habt die Zahlen im Kopf, im ersten Sprung müsst ihr 1 Minute warten, um wieder springen zu dürfen. Ihr springt 1 Minute direkt wieder und kriegt beim nächsten Timer 1 Minute 30. Ja, dann kann aber der nächste ist ja schon fast bei 2 Minuten und so würde das sehr schnell steigen. Und ihr kassiert sehr lange Wartezeiten, dass ihr dann wieder springen dürft, straffrei, sag ich mal. Das haben wir mal eingeführt, dass man nicht mit dem Capitals durch ganz Eve springen kann. Das ist so ein Timer. Einer der wichtigen Timer, die sehr unterschätzt sind und sehr häufig auch nicht angezeigt werden, beziehungsweise nicht angezeigt werden, sind Session Timer. Session Timer ist ein 10 Sekunden Timer, der durch fast alles entsteht. Wenn ich jetzt mein Schiff docken gehe, dann warp ich zur Station, das ist alles okay, wir sind hier halt komplett, sag ich mal, schadensfrei, kommen wir aus der Nummer raus. Wir warpen darüber, gehen uns andocken. So. Erster Klick. Docking permission requested. Jetzt läuft ein 10 Sekunden Timer. Ich wurde angenommen zum Docken, ab jetzt laufen 10 Sekunden, in denen ich es machen kann. Wenn ich jetzt sage, leave ship, wartet er und der Timer ist durch. Jetzt kann ich wieder einsteigen. Muss aber warten, bis der Dock abgeschlossen ist. Ich kann auch nicht direkt wieder abdocken. Jetzt bin ich eingestiegen. Jetzt muss ich trotzdem wieder warten. Nicht immer genau 10 Sekunden, aber ich habe immer Session Timer. Ich muss immer warten, bis der Session Timer wieder abgelaufen ist hier oben. Und dann führt er erst einen Abdockbefehl durch. Jetzt bin ich abgedockt. Es zeigte mir seit neuestem sogar an, dass ich jetzt nicht angreifbar bin. Ja, ich kann aber ihn anhalten. Ein Schiff anhalten kann ich straffrei übrigens. Dadurch zerstöre ich den Timer nicht. Ich bin immer noch nicht angreifbar. Docking permission requested. Docking request accepted. Bei Camps ganz praktisch. Fehler, den viele machen, woran sie auch sterben, ist, ich docke mein Schiff ab, stelle fest, also ich bin immer wieder gesagt, Session Timer, warten. Ich docke ab, stelle fest, wir sind ja Gegner und will sofort wieder docken. Docking permission requested. Oh, ich kann gar nicht. Docking permission requested. Ich muss warten, bis die 10 Sekunden durchgelaufen sind. Nach dem Abdocken. Und dafür ist auch das mit dem Anhalten, STG-Leertaste. Einfach Schiff anhalten. Der Timer bleibt bestehen.
Und der kann die Kiste sicher wieder docken. Einen letzten lustigen habe ich noch. Dann lassen wir das für heute wieder gut sein. Mit der kurzen kleinen Runde. Und zwar löst auch ein Wechsel der Flotte jedes Mal ein Session Timer aus. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier sage, ich nehme meine Flotte, sage, oh, Leaf Fleet und will docken. Docking permission requested. Und stelle fest, oh, ich kann eigentlich docking permission requested. Docking er behauptet permission jetzt, requested. Es liegt am Abdocken. Docking liegt permission aber in der requested. Tat docking request accepted. Am Flottenwechsel. Docking permission requested. Auch das löst einen Session Timer aus. Bin ich gedockt, jetzt kann ich der Flotte wieder beitreten. Ja, ich möchte gern beitreten. Will abdocken. Jetzt sortiert sich Eve ein bisschen und stellt fest, jetzt hat er es gar nicht hingekriegt. Er versucht wieder abzudocken. Jetzt läuft aber auch wieder der Session Timer. Das heißt, du musst dich nebenher auch noch entscheiden, wann habe ich denn jetzt eigentlich Lust, der Flotte beizutreten. Weil ich jetzt versuche, der Flotte wieder auszutreten, habe ich wieder Probleme. Das bedeutet, man muss auch dieses ein bisschen timen, weil wenn sich die Timer in die Quere kommen, wie gerade eben, passieren komische Geschichten. Es kann sein, er sagt euch, oh, wir sind ja gar nicht in der Flotte. Es kann vorkommen, dass das Programm einfach gar nicht reagiert, also dass dieser Flottenbeitritt gar nicht funktioniert und Eve wartet, bis die automatische Ablehnung nach einer Minute durch ist und dann könnt ihr euch wieder auf die Flotte bewerben. Also das ist ein sehr blödes, also nicht blöd, es ist halt ein Problem mit diesen Timern, die sich dann in Kombination ein bisschen problematisch verhalten. Ansonsten ist das Einzige, was man auch sagen kann zu, passt ein bisschen auf, wenn ihr die Sicherheit umstellt. Auch Stationen haben Gate Guns. Station Guns halt. Mein Gott, Klugscheißer. Und das kann man mal auf dem Schirm behalten, dass man da auf die Fresse kriegen kann, wenn es schlecht läuft. Ansonsten ist Sicherheit gelb immer wichtig, immer das Richtige, wenn ihr wirklich keine Kämpfe eingehen wollt. Aber auch Sicherheit gelb schützt euch nicht davor, Sicherheit grün schützt euch nicht davor, Limited Engagements zu kassieren. Darum ist der Timer grün. Ja, wenn ihr auf die Idee kommt, ihr schießt mit eurer Raven auf ein euch angreifende, zum Beispiel Hackate, weil die gerade auf eure M2EU schießt, tut mir einen Gefallen, lasst es, ihr sterbt nur. Das ist Verschwendung eures Schiffs. Gut. Das ist von meiner Seite heute auch schon wieder. Ja, kurz, bündig, entspannt. Wenn es noch Fragen zum Thema gibt, wie immer einfach ganz gerne entweder in der deutschen Kapselpilotenschule in Game vorbeischauen oder aber mal kurz Bescheid sagen. Ich meine, mein Charakter ist ja mittlerweile auch eher bekannt. Und dann kann man da mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Viel Spaß. Und wir sehen uns.